Ein herzliches Willkommen bei Laxis Woodwork. Ich bin Markus und heute wird's ätzend. So, das sollte natürlich nicht heißen, dass das Video schlecht wird. Das soll eigentlich nur heißen, dass ich in diesen Axtkopf diese Schrift einätze. Und das kommt dann hier drauf. Wie das funktioniert, was du dafür brauchst, zeige ich dir in diesem Video. Bevor es jetzt losgeht, kommen wir mal zur Haftung. Ich übernehme keinerlei Haftung für Schäden an dir oder an dein Material. Wenn du das so nachmachst, wie ich es dir zeige, müsste es ja technisch gesehen funktionieren, weil bei mir wird es ja gleich auch funktionieren. Du musst irgendwie auf 9 Volt kommen. Das kannst du mit einer Blockbatterie machen oder Blockbatterien. Du brauchst nämlich 2-3 Stück davon. Oder in meinem Fall, ich habe ein Labornetzgerät, das stelle ich mir auf 9 Volt ein und dann ist das Thema für mich durch. Dann brauchst du einen Behälter, du brauchst Wasser, du brauchst Salz, selbstverständlich deine Axt oder was du dafür auch immer nimmst. Dann brauchst du Aceton, das ist im Nagellackentferner auch drin oder das ist der Hauptbestandteil eines Nagellackentferners, sprich du musst dafür nicht unbedingt losziehen. Dann brauchst du deinen Schriftzug oder dein Bild oder was weiß der Geier. Ich besitze einen Plotter. Dieser Plotter, den sage ich einfach, ich möchte das und das in Folie geschnitten haben und dann macht er das. Das sieht dann ungefähr so aus. Das klebe ich dann hier nachher drauf. Dann tüte ich den ganzen Spaß hier ein und dann hänge ich die ganze Axt so hier rein. Hier wird Pluspol angeschlossen. Das mache ich mir ganz einfach. Ich habe so einen kleinen Magneten, den setze ich hier drauf, nehme den Pluspol, halte den hier dran und dann habe ich fast geschlossen meinen Kreislauf. Ich brauche noch ein Stück Stahl. Ich habe das letzte Mal mit einer Feile gemacht. Jetzt habe ich ein Stück Vierkantstahl, das ist besser in dem Fall. Das klemmst du einfach dran, setzt rein, dann hast du ja schon Wasser und Salz drin. Du brauchst auch viel Salz dafür. Machst da an, wartest du und dann sollte das Ding irgendwann funktionieren. So, das brauchst du. Ich klebe den ganzen Spaß jetzt einmal ab und auf und dann schauen wir mal weiter. So, bevor du jetzt sauber machst, zieh dir Handschuhe an. Das kann nicht schaden, weil das nämlich ziemlich ätzend ist, das Zeugs. Den Raum durchlüften solltest du auch. Am besten machst du sowas auch draußen. Ich habe aber so einen dicken Lüfter im Fenster hängen. Also wenn ich das gleich fertig habe, mache ich den einmal an und dann ist gut. So, jetzt putze ich die Axt einmal kurz ab. Weil da hast du ja deine Fingerabdrücke drauf und die sind halt fetthaltig. Und dann könnte es natürlich sein, dass die Folie da nicht so drauf hält. So, es verdampft auch gleich sofort wieder. So. Das war es jetzt mit Aceton. Dann können wir ja den Schriftzug schon draufkleben. Also hier ist so eine Trägerfolie drauf, sonst würde das E, dieser Buchstabe, ja verschwinden. Die nehme ich jetzt einfach ab. Vorsichtig. Immer mal ein bisschen nachdrücken, kann nicht schaden. Jo. Ich bin nämlich kein Künstler und da ist so ein Plotter nämlich eine feine Sache. So, das wäre das. Ob da jetzt Fingerabdrücke drauf sind oder Peng, ist eigentlich ziemlich egal. Und jetzt kleben wir den ganzen Spaß mal ab. Ich muss nicht die ganze Axt abklemmen. Ups, nicht abkleben. Es reicht, wenn ich bis hier hin oder so, weil hier kommt ja noch diese Stange durch, dann kann ich sowieso nicht so weit. So.
Eingetütet ist der ganze Spaß. Jetzt sieht sie so aus. Lieber ein bisschen mehr als ein bisschen weniger. Das muss da ja jetzt dann gleich rein. Machen wir mal ein bisschen Salz. Also je mehr Salz du hast, desto besser leitet das Wasser nachher auch. Also von daher kann ich ja gar nicht sagen, 10 Esslöffel oder so sind das jetzt ungefähr. Wasser drin und dann geht's gleich los, ne? So, und ich würde mal fast behaupten, das ist zu wenig Wasser, also holen wir noch mal ein bisschen was. Könnte reichen. Wenn ich habe noch 1,5 Liter. Also das sind schon mal 3 Liter. Gut, kommt auf deinen Behälter drauf an. Wenn du natürlich weniger hast, brauchst du natürlich auch weniger. Ne? So, rühren wir das mal ein bisschen um. Sieht gut aus. Also einmal Minus dran. So. Heute, ne? Oh, das sieht gut aus. Ich dreh das mal ein bisschen. So. Ja, was nicht will, dem muss geholfen werden. Ne? So. Also ich würde mal behaupten, weil ich mache das jetzt das zweite Mal, es kann nicht schaden, wenn Plus- und Minuspole ziemlich nah aneinander sind. Ne? So, das wäre dann das. Jetzt wisst ihr, wo ich den Magneten gerade hingeschmissen habe. Ah, gucke mal, ich habe doch gleich was vergessen. Ich muss ja eine Stelle auch haben, wo der Magnet auch greifen kann. Ne? Ei, ei, ei. Hier oben wollte ich ja eigentlich sowieso nicht abkleben, hat sie so ergeben. So. Noch ein Magnet dran. 9 Volt hier oben drauf. Und jetzt kann ich den ganzen Spaß anmachen und gleich fängt es richtig cool an zu blubbern. Ja. Jetzt noch nicht. 9 Volt, 2 Ampere und jetzt habe ich nämlich hier bei dem Ding das Gute, ich kann das auslassen, kann es auch einschalten. Wenn ich es jetzt anmache, passiert gar nichts, oh, passiert mir gar nichts. Hallo? Und wie du siehst, das funktioniert leider so nicht. Ich glaube, das hat folgenden Grund. Hier oben ist ja der Pluspol drauf und der müsste ja im Prinzip, der Strom müsste hier runter und hier aus der Schrift wieder raus. Und irgendwie, ich glaube, das ist einfach zu dick. Ich müsste eigentlich die Voltzahl hochdrehen, damit das unten ankommt. Da ich da aber gesagt habe, dass ich das mit 9 Volt mache oder mit einer Blockbatterie, wäre das ja Quatsch, wenn ich jetzt den Strom aufdrehe und du kannst es gar nicht nachbauen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen den ganzen Spaß nochmal, eine Runde kleiner mit einem Wattestäbchen. Dann wird einfach hier unten Plus angeklemmt. Hier kommt Minus dran, das wird dann ja immer nass gemacht und dann wird da einfach nur drauf rumgetupft. Das funktioniert genauso gut, also machen wir das jetzt. So, ich hoffe, du siehst jetzt alles. Also ich habe hier eine Stoppuhr, damit du auch ungefähr weißt, wie lange das dauert, bis das so aussieht, wie es dann jetzt aussieht. Hier ist das Salzwasser, hier ist
Minuspol an einem Wattestäbchen dran. Machen wir den ganzen Spaß mal an. 9 Volt ist natürlich wieder eingestellt, das ist klar, das siehst du jetzt aber leider nicht. Aber machen wir das mal an. Schön eintunken, das Krams. Also da ist so viel Salz drin, ich sehe das Salz immer noch. Und jetzt einfach nehmen und drauf. Und nicht reiben. Reiben wäre blöd, ne? Weil dann könnte es ja sein, dass du deine Schrift wieder, dass deine Schrift weggeht. So. Warum? Sollte man auch anmachen, ne? So. Und jetzt einfach drüber, drüber, drüber. Wenn das zu schwarz wird, dein Wattestäbchen, dann machst du halt ein neues. Die kosten ja nicht die Welt, ne? Und wie du siehst, eine Viertelstunde später, hätte ich es noch länger gelassen, wäre es noch tiefer. Das sieht jetzt ungefähr so aus. Ich hoffe, du siehst das auch, weil ich nämlich direkt über eine Lampe stehe. Funktioniert, ist eingeätzt. Das ist auch so ein Minimum drinne. Man kriegt das nicht raus. Ich habe das ja gerade mit diesem Schleifvlies einmal übergeputzt, damit diese dunklen Stellen wieder verschwinden. So kann man das machen. Falls du das bei anderen Leuten nachguckst, gucken willst bei YouTube, das Zeugs, was ich hier gerade gemacht habe, das nennt sich schlichtweg einfach nur Elektrolyse. So, bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.